Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 15. Mai 2020. Wir sind jetzt in Ausgabe Nummer 41 dieses Vlogs und mein Heft, das ich schon mal gezeigt habe, ist nun voll. Es ist das Heft, das ich angefangen habe am 20.03.2020, Zuflucht im Schönen, und wo ich all meine Notizen hier für unseren Blog gemacht habe, Gedanken, die ich noch ausführen möchte oder Lebensdaten, die ich mir nicht merken konnte. Und ja, nun ist dieses erste Heft voll. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt, und ich mache jetzt auch gleich nochmal ein bisschen Reklame, dass ihr nicht vergesst, für den nächsten Geburtstag, Vatertag oder Muttertag, guckt mal rein in unseren Verlag. Suchst du was für groß und klein, kiekst du mal bei Bibbel rein oder bei Tanja Langer. Wir verschicken gerne, wir freuen uns, es ist eine direkte und schöne Form der Anerkennung und der Unterstützung und vielleicht auch der ansteckenden Begeisterung. Und als Schriftstellerinnen sind wir darauf angewiesen, auch unsere Bücher und nicht nur Luft und Liebe zu atmen, also die Bücher zu verkaufen. Und ja, habt ihr schon verstanden. Ich möchte diese Woche über Lebensträume jetzt aber nochmal abschließen. Ich habe ja am Anfang der Woche so zwei Zitate gebracht. Natalia Ginzburg auf der einen Seite: Gefühle, Gedanken und Geld soll man nicht auf die Seite legen, später braucht man es nicht mehr. Was insofern sehr klug ist, als man manchmal Gedanken und Atmosphären einfängt und Gefühle, die tatsächlich nie mehr so wiederkommen und die man aufzeichnen muss. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele Gedanken und Gefühle, die man erstmal in sich hinabsintern und hineinsintern lassen muss, um etwas daraus zu machen. Ich habe aber auch Lou Andreas Salome zitiert, dass man sich das eigene Leben rauben muss. Denn selten wird einem das geschenkt, und wenn man etwas Besonderes will, wenn man einen Wunsch sich erfüllen will oder einen Lebenstraum verwirklichen will, muss man tatsächlich manchmal ein bisschen über, naja, ich möchte nicht sagen Leichen gehen, aber man muss gegen viele Widerstände angehen und auch den, wie Lord Jim sagte, den inneren Feind, der der größte ist, besiegen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Film, und aller guten Dinge sind drei. Ich habe diese Woche schon zwei Filme, zwei Literaturverfilmungen empfohlen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Vor allem im Fall von Florence Green, muss ich sagen, hat mich der Film mehr bewegt als der Roman, was ganz selten der Fall ist. Aber es gibt eben auch einen sehr schönen Film über Lou Andreas Salome von der Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Die habe ich noch nie vorher zur Kenntnis genommen. Und es ist eine deutsche Regisseurin, ungefähr in meinem Alter. Und sie hat eine sehr schöne Lösung gefunden, das Leben von Lou Andreas Salome zu erzählen. Dabei beginnt sie im Jahr 1933, die schon recht alte Lou Andreas Salome ist in Göttingen. Die Nazis stehen vor der Tür, sie überlegt, was sie jetzt mit der Situation macht. Und da taucht ein junger Mann auf, Herr Pfeiffer, der vorgibt, bei ihr einen Rat zu suchen als Psychoanalytikerin. Denn Lou Andreas Salome hat nicht nur als eine der ersten Frauen in Zürich Philosophie studiert und war als Schriftstellerin zunächst tätig, sondern sie hat auch 1911 nach einer Begegnung mit Sigmund Freud eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin gemacht. Sie verstand sehr viel von der Psyche, aber auch von der Philosophie. Und es gibt einen Philosophen, Volker Gerhardt, der auch im Ethikrat, also Deutschlands Ethikrat saß eine Zeit lang, der gesagt hat, dass eigentlich von all den vielen Texten über Friedrich Nietzsche sie eigentlich das Beste und Zwingendste gesagt hat, vor allem im Zusammenhang mit seinem Leben. Sie hat ihn eben auch kennengelernt. Lou Andreas Salome war sehr eigenwillig. Sie wollte nicht als Frau abhängig werden und heiratete deshalb auch einen Orientalisten, eben Herrn Andreas, mit dem sie keinen Sex hatte. Den hatte sie dann aber doch irgendwann mit Herrn Rilke. Das ging dann auch gar nicht so gut aus, aber immerhin. Und die Cordula Kablitz-Post führt nun in diese verschiedenen Zeiten des Lebens von Lou Andreas Salome, indem sie Postkarten benutzt. Fand ich auch sehr süß, dass sie so heißt und das benutzt. Alte Postkarten, wie man sie kennt, und dann schaut man da hinein wie in einen Guckkasten und plötzlich bewegen sich die Figuren und schwupp ist man eben in dieser Zeit 1911 oder um die Jahrhundertwende und begleitet das Leben dieser eigensinnigen Person, die sich eben auch nicht abbringen lassen, ihre Träume zu verwirklichen.
Es gehört ja auch dazu, dass man vielleicht die eigenen Träume erstmal kennenlernt. Ich schreibe jeden Morgen auf, was ich träume und bin immer sehr ärgerlich und verstimmt, wenn ich durch ein Geräusch oder irgendetwas abgelenkt werde und dieser Traum aus der Nacht wie so eine Seifenblase zerplatzt. Das finde ich immer ganz schrecklich. Wahrscheinlich ist es eben doch so, ob man an Freud nun glaubt oder nicht oder reformiertere Theorien interessanter findet, dass wir da einen besonderen Zugang zu unserem Unbewussten finden. Und ich glaube, dass auch manchmal in unseren Träumen dieses Raubtier auftaucht, das sich eben das eigene Leben rauben möchte. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, für diese Woche. Wenn ihr noch was gucken oder hören wollt, es gibt im Internet auch einen sehr süßen kleinen Film, der vor ein paar Jahren entstand, wo ich die Geschichte von Henriette Vogel und Heinrich von Kleist erzähle. Und man findet ja auch etwas zu lesen, im Zweifelsfall in einem Buch. Ich wünsche euch eine tolle Woche, ihr habt super Filmtipps und ein tolles Wochenende, wollte ich sagen. Und wir sehen uns dann wieder am Montag. Bis dahin, alles Gute, tschüss!